So, Tag. Heute mal wieder ein neues Tutorial. Auspackfilmchen, Unboxing-Video. Und zwar habe ich mir für meinen Rasen von Dolma einen Vertikutierer gekauft. Und zwar den EV3213C. Der hat 130 Watt Motor drin, über 230 Volt. Arbeitsbreite von 32 cm. 30 Liter Fangsack. Und 20 Klinge unten drin. Und der ist sogar von der Makita Group. Alles klar. Und hier geht es eigentlich jetzt nur mal drum. Ich packe mal aus, dass man mal sieht, was dabei ist und wie er aussieht überhaupt. Alles klar. Bezahlt habe ich für den Apparat bei uns im Nachbarort 129 Euro. Ist eigentlich, finde ich, noch okay für den Preis. Hat 2 Jahre Garantie, der Apparat. Und wie gesagt, ist Dolma. Sollte eigentlich was Vernünftiges sein. Ich habe eine Rasenfläche von ca. 100 Quadratmeter. Da mag der Apparatfläche, glaube ich, ein bisschen übertrieben sein. Aber ich stehe auf Qualität und darum bin ich zu dem Kauf gekommen von dem Dolma-Apparat. Das hier ist die Bedienungsanleitung von dem Vertikutierer. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was mit der Garantie drin. So, das ist der Fangsack. Ganz gut gemacht. Wie gesagt, 30 Liter. Der Verkäufer hat zu mir gemeint, er geht immer ohne Fangsack vertikutieren, da du an Schunste alle Scheiß lang an die Mülltonne rennen musst, beziehungsweise an der Komposthaufe oder wo immer hin, und musst den Fangsack ausleeren. So, das ist der Griff mit der Elektro, mit der Schalteinheit. Da muss man den roten Knopf, glaube ich, drücken und dann den Hebel. Vorher funktioniert nicht. Wer hätte es vielleicht, wenn der Hubschrauber nicht so laut wäre im Hintergrund. Jetzt klackt es. Ohne den roten klappt es nicht. Also tut er nicht schalten. So. Hier kommen wir zum Herzstück der ganzen Show. Der Vertikutierer an sich. 99 Dezibel laut. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er nicht allzu laut ist. Dann haben wir da in dem Kartönchen drin gar nichts. Das war einfach nur ein Klemmschutz. Der genauso. So. Wollen wir den Kollege raus. Besonders schwer ist er nicht. Ist ja nicht viel drauf, außer ein Motor und ein bisschen die Zinke unten. So. Oh, da sind noch die für den Griff, die Sticker drin. Ja, noch ein paar Schräubler, Schraube drin. Wahrscheinlich für den Griff haben wir zu schrauben. Da war es das mit dem Karton. Boom, leer. Zack, das ist der Apparat. Dolma Qualitätsprodukt. Made in. Kann man sich denken, wo. So. Und zwar zeige ich euch mal noch ganz kurz, wie der Kasten von unten aussieht. Nichts Besonderes, ist eigentlich bloß ein Motor, der dort die Zinke antreibt. Und die hacken dann allen möglichen Humus aus dem Rasen raus, was nicht gebraucht wird, dass der Rasen wieder Luft kriegt und wieder schön satt kriebert. Ja, das war es eigentlich schon zum Apparat. Das Zusammenbauen mache ich jetzt mal in Ruhe. Wenn er zusammengebaut ist, zeige ich es euch gleich noch einmal. Fertig aufgebaut ist er jetzt, der Dolma
Rase vertikutiere. Ich habe jetzt vielleicht mehr 10 Minuten gebraucht, also geht einwandfrei, ratzfatz. Warte mal, Bu, gleich. Und also er ist relativ anständig verarbeitet, der ganze Kasten. Und ja, jetzt werde ich da mal bald loslegen und meinen Rasen schön frisch machen. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Macht's gut. Tschüssi, ciao.